Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mother 3. Wir haben alle Vorbereitungen abgeschlossen, hoffe ich, denke ich. Bleibt also nicht wirklich viel anderes übrig, als aufzubrechen und unseren Sohn, vor seiner eigenen Dummheit zu bewahren im Prinzip. Also auf geht's zu unserem Stiefvater durch die Wälder. Oh, Moment, bist du ein neuer Gegner? Ernsthaft? Du hast dich von hinten an einen Gottesanbeter angeschlichen. Bam! Ja, Gottesanbeter überrascht. Und der hat mir eine Nuss übrig gelassen. Ist das eine Maus? Ernsthaft? Eine gierige Maus. Okay, fein. Gierige Maus beißt nicht sogar. Naja gut, was soll eine gierige Maus sonst machen? Was sie eine Lektion erteilt. Hör auf, so gierig zu sein. Also diese Vorstellung, dass ich mich an eine... an einen Gottesanbeter von hinten ranschleiche und dann volle Kanne mit so einem Stock einspaziere, ist schon irgendwie... nein. Ja, ich möchte die Nuss aufgeben. Vielleicht Nuss. Noch eine gierige Maus. Also, ich hab's ja schon mal erwähnt, ich werd's auch... Moment, was war das? Ja, wofür? Ich hab nicht mitgekriegt, was ich da überhaupt gerade kriege. Nussbrot, ja, weg damit, weg mit dem Gegengift und her mit dem Nussbrot. Was ich sagen wollte, ich hab's ja schon mal erwähnt, dass ich... Dadurch, dass ich die Musik sowieso zu spät höre, sehr wahrscheinlich nicht großartig auf Combo können werde. Aber wenn es funktioniert, ist cool. Weiter. Ist das jetzt eine normale... Ne, du bist immer noch eine gekochte Backkartoffel, ne? Ja. Oh mein Gott. Dass die Backkartoffel so hart im Nehmen ist, ist irgendwie gruselig. Eine gekochte Kartoffel kriegen wir jetzt gerade. Also nehmen wir mal die gekochte Kartoffel statt dann Nuss. Aber wow, bist du nicht der Miniboss? Ja, eine fliegende Maus. Ich meine, okay, jetzt können wir die fliegende Maus relativ zügig erledigen, aber es ist doch im Prinzip der Miniboss. Gruselig. Also, dass die einfach hier abhängt. Gab's eigentlich, ja. Ma verteidigt. Sie charged. Macht einen neuen Schaden. Und noch eine Backkartoffel. Ah, herrlich. Weg mit dem Gegengift. Wer braucht schon Gegengifte? Einfach jeden Kampf mit einer Schlange aus dem Weg gehen und dann. Gegengifte. Komboangriff der Maus. Noch ein Komboangriff der Maus. Aber die Maus ist erledigt. Ein merkwürdiger Käse. Na gut, merkwürdiger Käse. Lass mal sehen. Käse. Das sind immerhin schon mal 40, das ist gut. Variiert von Person zu Person. Maha liebt Käse. Na Maha, liebst du Käse? Ist es das wirklich so? Sehe ich schon falsch abgebogen. Wir müssen hier längs. Ja, viel besser. Also zumindest für das, was wir wollen, das ist viel besser.
Ma greift an. Ma hat Schaden gemacht. Ist scheinbar ziemlich. Also entweder sind wir jetzt aus irgendeinem Grund schneller geworden oder ich weiß nicht, warum wir jetzt definitiv zuerst mal dran kamen. Macht aber nichts. Na, so viel zu, ich gehe jeder Schlange aus dem Weg, aber gut. Wir haben die mächtige Beißschlange von hinten attackiert und weggeführt. Und Level 12. Es kann nicht schaden für das kommende zu leveln. Tatsächlich. Ich hab's ein bisschen anstrengend in Erinnerung. Deswegen ist es nicht verkehrt. Wenn ich nochmal Käse gewinnen würde, fände ich das auch nicht verkehrt. Ja. Sieht aber auch immer so grummelig aus, diese Schlange. Natürlich. Ich hab's ja kommen sehen, dass ich irgendwann vergiftet werde. Nur, dass ich jetzt halt kein Gegengift dabei habe. Mehr. Obwohl sich... Ah, doch. Ich wollte schon sagen. Es zieht sich aber auch nicht weiter, aber doch tat es. Beziehungsweise tut es. Ah, Offensive verringert, das finde ich nicht gut. Und dann greift mich das. Warum greift mich das Gift dann, bevor ich überhaupt habe? Beziehungsweise scheinbar ist es so, dass das Gift mir schadet, bevor ich dran bin, aber definitiv in meiner Runde. Das ist sehr, sehr schlecht. Rechts rum müssen wir dann. Seid ihr nett? Nein, seid ihr nicht. Das ist schlecht. Spudbugs und seine Konsorten. Das ist, also mit dem Vergiftetsein und allem drum und dran ist das so ziemlich eine blödste Situation, in der ich mich gerade wiederfinden könnte. Ja, nee, ist klar. Hatte ich nicht eine... Ja. Das ist überhaupt nicht das, was ich erwartet hatte, was passieren würde, aber schön, dass ich noch lebe. Ich hatte eigentlich irgendwie erwartet, dass das mich wegrennen lässt. Naja, okay. Bitte sei vorsichtig da draußen und grüß den nächsten Frosch. Gott. Könnte ich bitte irgendwas hier haben, was mich heilen lässt? Nein? Oh mein Gott. Einfach mal komplett vergiftet bis zu Papa Alex rennen. Ist okay. Ein Crack Lizard. Huh? Oh ja. Oh wow, ja. Der Kampf wurde verloren, was du nicht sagst. Es ist schlecht, allein unterwegs zu sein. Doch, ja. Moment. Hat mich das jetzt... Ach, das Sterben ja gar nicht so weiter wird. Guck an. Zorniger, das Wildschwein charged mich an. Ja, das macht ja nur 30 Schaden. So. Wow. Nur 30 Schaden. Beef Jerky! Ich meine, wenn das alles ist, was passiert, dass ich an meinem letzten Speicherpunkt wieder rauskomme, dann ist halt Sterben eine Nebensächlichkeit, aber blöde, wenn man natürlich nicht gespeichert hat. Und ich kenne mich, ich speichere nicht. Aber gut, gucken wir mal weiter. Aber 30 Schaden, ey. Wow.
werde nichts sagen, aber 30 Schaden sind halt wirklich viel. Auch für den Zeitpunkt, wo wir gerade sind, das ist ja... Wir haben ja nicht so viele Möglichkeiten, wir können nicht shoppen gehen, ich meine, ja, wir können leveln, ja, ja, aber... Ich dachte, Nussbrot wäre das, was meine Probleme alles lösen würde, aber nein. Das ist tatsächlich Beef Jerky. Beef Jerky ist das, was meine Probleme lösen könnte. Stein nach mir, ich glaub's ja wohl. Na, von nichts eine Achtung hier. Das hat man auf einmal Maulwürfe, die Steine nach einem werfen. Und Steinechsen, die uns einfach zu Tode beißen. Wildschweine, die uns platt rennen. Unglaublich. Und all das muss ein Mann hier alleine bewältigen. Ein Mann alleine! Bleib weg. Kommt näher. Ein Aquarius, also Wassermann. Amulett. Statt Arius, Wassermann. Besser. Gut. Das ist der offizielle Weg zu Alex. Das muss man sich mal vorstellen. Über eine komische Flankenbrücke. Geht gerade mein Telefon, warum auch immer. Naja, egal. Gebt mir eine Sekunde, Leute. So, niemand, den ich kannte, also passt das. 31 Erfahrungspunkte. Mehr tödliche Steinechsen, die mich umbringen wollen. Er Smash, naja, das geht ja noch. ...70 Erfahrungspunkte. Noch ein Level wäre schön. Haben wir den noch so 20. Ja, 20 passt. Ja, überraschen lassen wollen sie sich nicht, die blöden Echsen hier. Ich hatte ja gehofft, dass wir es mit weniger Schaden hinkriegen, aber gut. Kriegen mehr Beef Jerky. Ja, Agilla Pass, ich weiß, wie du dich fühlst, aber bleib weg. Okay. Wenn mir schon ein Schild sagt, ich soll wegbleiben, dann machen wir das auch mal. Was prinzipiell auch daran liegt, weil da der Bosskampf stattfinden soll. Ja, super tolle Drago-Kampf. Hallo. Sein braves Hub. Bitte jag mir nicht nach, bitte jage keine Vögel. Ich will auch nicht. Ich will mit euch reden. Warum jagst du mich? Ja, bist du die Brandmaus? Kein Essen zu verschwenden ist eine gute Sache. Aber das macht die Dinger schwerer für mich. Naja, gut, verständlich. Wo auch immer und wann immer Kühe machen. Ich will ein Schwein sehen, das den Ozean sieht. Ich will den Ozean sehen. Ich weiß nicht, was ich von Schweinen erwartet habe, gegeben, aber nicht unbedingt das. Ah, du hast es geschafft. Durch den Wald zu wandern ist tatsächlich gefährlich geworden. Was waren diese bizarren Mäusedinger mit Insektenflügeln? Scheint, dass mich sogar einer auf den Kopf gebissen hat. Ich bin perfekt geheilt, aber trotzdem. Nein, ist ja alles egal. Ich weiß, wo Fenris sein könnte. Nach meiner Froggy Intelligence, also mein Netzwerk von Fröschen. Ist er bei dem Haus meines Freundes. Lass es da eben hingehen. What?
Alec ist seiner Party beigetreten. Freund. Ein altes Bett, es ist fluffig und komfortabel. Kann ich ihn pennen? Du weißt schon, mich heilen oder so? Fenris und Kommis Bett. Fenris und Kommis Bett. Das kann nicht beides Fenris und Kommis Bett sein, das macht keinen Sinn. Aber wahrscheinlich ist die Frage darauf nein. Maha, als ich gerade Froggy Intelligence gesagt habe, dann hast du mir wirklich gedacht, was? Frösche arbeiten für meinen Freund als Boten. Mein Freund kann mit Fröschen, Echsen und was auch immer reden. Siehst du die Echse da drüben? Wir müssen nur in die Richtung gehen, die sie uns sagt. Okay. Maha. Du hast Zweifel über diesen Freund von mir, nicht wahr? Freunde sind bekannt als die Mad Gypsies. Sie lebten isoliert von der Zivilisation, und das für eine lange, lange Zeit. Okay. Ich bin eine Echse. Ich zeige dir die Richtung, in die du gehen musst. Rundherum gehen wir. Wo ich stoppe, wirst du bald wissen. Und ja, reden wir nochmal mit denen, machen sie es genau nochmal gleich. Nicht, dass sich jemand das von euch gefragt hat, aber trotzdem. So, erstmal speichern. Ich habe das Gefühl, ich werde demnächst wieder sterben müssen, damit meine HP wenigstens aufgefüllt sind und wir vernünftig weitermachen können. Das finde ich zwar nicht gut, aber irgendwie scheint es so zu sein. Hier scheint nicht zu sein. Hätte sein können, dass hier nochmal Mama Drago rumhängt oder so. Aber nein. Augenscheinlich nein. Lass mich raten, nach links unten. Nein, nach links, okay. Ja. Ich will nicht sagen, dass das ein gutes Gimmick ist. Ich will nur sagen, es ist ein komisches Gimmick. Wieder nach unten. Maha. Ich sehe, dass du nicht so schnell läufst. Es scheint, das Wort mit Gypsies hat dich neugierig gemacht. Die mit Gypsies haben mysteriöse Kräfte und haben hier etwas für eine sehr lange Zeit geschützt. Wir sind weder Mensch noch Bestie, weder Frau noch Mann. Ich habe absolut keine Ahnung, wie alt sie wirklich sind. Diese Erklärung hat im Prinzip nichts erklärt, nicht wahr? Naja, im Prinzip sind sie sehr merkwürdig. Sie alle. Wirklich jeder von ihnen. So sind sie aber einfach nur. Sie sind zumindest gutherzig. Okay. Oh nein. Ja. Die Maulwürfe kippen gerade einfach in der Nase lang rum. Alex ist nur wieder so einer, der ein bisschen im Hintergrund redet. Jetzt gerade sagt er uns, wir sollen vorsichtig sein. Das ist natürlich sehr hilfreich. Aber ne, immerhin versucht er zu helfen. So ähnlich. Soweit ich weiß, müssen wir zu der Hütte gehen, die weiter rechts von uns ist. Deswegen höre ich jetzt aber auf, diese ganzen Echsen zu quatschen. Falsch. Ich bin der falsche Frosch. Das. Richtig, richtig, richtig. Frosch, der richtige Frosch. Hallo da, glücklicher Mann. Falsch, ich bin immer noch der falsche Frosch. Ne? Okay. Chirp, chirp. Weißt du, dass manche Gegner nette Items hinterlassen? Nachdem sie gegen sie gekämpft hat, sein Inventar voll ist. Wenn du ein Item findest, was du haben möchtest, solltest du entweder eins aufgeben oder das neue wegwerfen. Weswegen es eine gute Idee ist, dass du Essens-Items isst, während du losläufst.
das wird verhindern, dass dein Inventar voll ist. Dieser kleine Trick ist besonders nützlich, wenn du durch Wälder und Berge läufst. Achirp, achirp. Rabbit, 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 das Problem ist, wenn ich dann keine Highlights mehr habe, habe ich keine Highlights mehr. Ich verstehe das Problem, was das dann halt, ne, im Endeffekt ergeben könnte. Oh, bin ich in... Habe ich Lust auf eine Melkung? Was? Achso, bist du in der... Wow, du machst das aber gut. Das wollte ich nicht wissen. 80, wow. Weg mit dem Nussbrot und herein mit der Milch. Könnte man zumindest so sagen. Da ist eine Höhle. Bin ich in die Höhle rein? Weiß ich nicht. Maha. Geh, wo auch immer dein Herz sich hinträgt, aber nicht da lang. Okay. Ah. Naja, jetzt habe ich ein Nussbrot gegessen und eine heiße Quelle gefunden. Aber das ist egal. Und ihr so. Wunderbar. Die Magypsies haben heute ihre monatliche Teeparty. Kannst du nicht diese unbeschreiblich tiefen, aber schrillen Stimmen hören, die von Aeolias Haus kommen? Chip, chip. Ich gehe wieder. Besucher, wunderbar! Du musst einfach ein bisschen von diesem Kuchen ausprobieren, der ist so lecker! Ist das Alec? Das ist da gut, dich zu sehen, Schnuckelchen. Meine Güte, wer sind denn diese beiden? Sei doch nicht so, rude. Ja, ich komme wieder nicht drauf, ist aber auch gerade egal. Iona, stell uns vor. Natürlich, wo sind nur meine Manieren? Das ist mein guter Freund Hank. Und wer ist das mit dir? Maha, sagst du. Nur, das ist sehr nett, dich zu treffen. Und nun lasst uns alle vernünftig vorstellen. Uns mit Gypsies. Das Glück, wir haben gerade eine Party. Fast alle von uns sind hier. Zuerst haben wir hier Aeola. Dann gibt es da noch Doria, Phrygia, Lydia. Und der da drüben ist Mixolydia. Der einzige, der nicht hier ist, ist Locria. Du kannst mich Ionia nennen. Das kannst du dir nicht alles merken. Natürlich nicht, deswegen haben wir uns gerade vorgestellt, Darling. Ist das nicht die Art, wie es funktioniert? Stimmt's, Alexi Poo? Das ist schon eine Weile her, ich sehe, dass es euch gut geht. Ich habe gehört, ihr habt mein Enkelkind Fenris geholfen. Wisst ihr, wo er vielleicht hingegangen sein könnte? Oh, du meinst diesen... Rambo-artigen kleinen Knirps, der hier vor einer Weile hergekommen ist. Ich würde zwar ungefähr so übersetzen. Dann denke ich mal, dass dieser Maha-Typ hier sein Vater ist. Ja, ich erkenne die Ähnlichkeit. Ihr habt dieselben Augen. Hat Maha überhaupt Augen? Also, was ist mit Fenris? Wo ist er? Oh, er ist wieder von dannen gerannt. Er war in großer Eile. Meinte irgendwas davon, dass er seine Mutter rächen will. Ich habe mich sehr, sehr spendabel gefühlt zu dem Zeitpunkt. Also habe ich ihn mit einer super mächtigen Psy-Technik ausgestattet. Ich glaube nur nicht, dass er sie so einfach nutzen kann. Also ist er schon weg, hä? Und du hast sie nicht aufgehalten? Was ist, wenn ihm irgendwas passiert? Ah, stellt euch doch nicht so an. Wir könnten uns noch weniger um Menschen kümmern. Hier zwar in einer Minute und in der nächsten schon wieder weg. Ihr armen Dinger lebt gerade mal 100 Jahre, wenn überhaupt. Das ist im Prinzip ein Wimpernschlag für unsere Gypsies. Warum sollten wir uns um so kurz Leben überhaupt kümmern? Nun, Mixolydia, Phrygia. Menschen sorgen sich über so kurze Leben. Stimmt das nicht, Alexi Poo? Ich verstehe, wie du dich fühlst. Das tue ich wirklich.
Egal, ob die es versteht oder nicht. Sag es einfach, wo Fenris hin ist. Der Junge ist auf dem Weg zum Drago-Plateau. Ziemlich Rambo-mäßig, möchte ich anmerken. Hat sich kaum gekümmert um sein eigenes kurzes Leben. Wenn ihr jetzt geht, könntet ihr vielleicht noch rechtzeitig erwischen. Drago-Plateau, sagst du. Maha, schnell dahin. Schnell zum Drago-Plateau, was auch wo und was auch immer das ist. Maha. Der schnellste Weg zum Drago-Plateau ist durch die Höhle hinter diesem Haus. Fenris ist wahrscheinlich auch durch diese Höhle gegangen. Es gibt nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssen, Maha. Aber du wirst nicht weit kommen, so angespannt wie du jetzt gerade bist. Was du machen musst, ist lächeln. Verstanden? Ja? Ja, okay. Scheinst immer noch sehr angespannt zu sein, wenn du mich fragst. Können wir unseren Sohn rechtzeitig erreichen? Kann ich nochmal Milch haben? Oh mein Gott, ich kann noch mehr halten, was? Das ist nicht gut, wenn man sie übermerkt. Dann kann ich ja keine Milch haben. Dann fragt auch nicht danach. Bis zum nächsten Mal.